einen wunderschönen guten Morgen und ja, ich habe nicht runtergezählt. Warst du weit genug? Es ist mittendrin in der Begrüßung, aber dich will eh keiner hören. Ah, wunderbar. Daher. Bei Minecraft Hardcore mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo. Ich würde einfach nicht runterzählt, sondern einfach direkt startet. Ja, ja, ja. Ich würde jetzt hier nach links gehen. Ich folge dir. Also, okay. Wenn du dann nach links gehen möchtest, dann geh nach links. Da wird mein Sneakfinger wird schon so ein bisschen schwitzig. Das ist pure Angst. Ja. Mal hier mal zu. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Hast du zufällig eine Werkbank einstecken? Nein. Mal ganz kurz hier dieses Holz nehmen. Hast du Eisen dabei? Ja. Ich habe Sticks. Das hat auch eine geile Farbe. Ich habe Sticks dabei, ich habe Eisen dabei, ich habe nur keine Werkbank einstecken. Ah, schön, die ist erstmal ins Feuer gefallen, perfekt. Nicht wirklich, aber. Was? Oh, nur darunter. Du kümmerst dich darum, ich sehe schon. Während ich meinen Müll einfach liegen lasse. Oh, yeah. Ist nicht so förderlich für den Blutdruck. Grunzt da auch noch was seitlich. Das macht es nicht besser. Dann für das Grunzen nichts. Hast du Hunger oder was? In der Nachbarschaft ruft hier einer noch einmal auf Toilette gehen. Hoppala. Nein, wir müssen ja nicht unbedingt runtergehen, wir können ja auch ein Portal in der Luft bauen. Ja, das schon, nur ich würde halt gern an einer recht schon sicheren Stelle das bauen und nicht irgendwie, weißt du, so, wir kommen aus dem Portal raus und werden abgeschossen. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte hier irgendwo Land gesehen, sage ich jetzt mal. Aber da müssen wir scheinbar noch ein Stück hier weiter nach. Theoretisch links, wenn ich nicht komplett verwirrt bin. So wie du geguckt hast, als du es gesagt hast, ist das links, das ist korrekt. Nee, also vom Portal aus gesehen. Also wenn wir nach hinten gegangen sind, laufen wir wieder nach hinten. So, dann gehen wir noch eins hier rüber. So ein Sicherheitsgelände dran. Einfach fürs bessere Sehen. So, jetzt ist die Frage, wie weit sind wir schon gelaufen? Und lohnt es sich jetzt hier schon das Portal zu machen? Gut, was heißt lohnen? Ich meine, das ist die 8-fache Strecke an der Oberwelt. Dann klopfe ich jetzt meine Spitzhacke noch kaputt, die eine, die ich gemacht habe. Das ist ein Magma-Block, oder? Ja. Die tun weh, wenn ich drauf gehe, oder? Ja, aber die kannst du abbauen. Die sind doch ganz cool, damit können wir Aufzüge bauen. Ah, das sind die, die auch unter Wasser immer mal sind, ne? Richtig. Die können nicht spontan Lava werden und von der Seite hier an mich ranfließen. Nee, nee, nee. Nee, die sind so. Die bleiben so. Okay. Dann würde ich jetzt mal hier ein bisschen Platz machen für ein Portal. Tust dann bitte auch links zur Seite bauen und nicht geradeaus, weil wir kriegen das nicht mittig gebaut mit der Anzahl an. Achtung, da ist Lava. Hinter ist Lava. Doch. Nein. Schon Koppel reingestopft. Achtung, Fackel. So. Da steht mal den Vortritt. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Komm mal auf, Krian. Wir sind direkt in der Mineshaft gespawnt. Läuft bei uns, sagst du? Ja, direkt in der Mineshaft. Dann würde ich sagen, bauen wir das aber erstmal zu einer Seite zu kurz. So aus Sicherheitsgründen. Also gefühlt, entweder gibt es mittlerweile einfach ultra viele Mineshafts oder wir finden einfach nur dauernd welche. Ich weiß jetzt nicht, was ich besser finde, aber... Hallo Fledermaus. Ja, sollen wir den Mineshaft looten oder sollen wir erstmal versuchen hochzukommen? Gut, da du auf Diamanten aus bist, ist es nicht schlecht, dass wir hier in der Mineshaft sind. Ja, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen hier durch die Gegend und gucken. Immer dran denken, Fackel rechts setzen. Ja. Hier rechts sind sehr viele Spinnen. Spinnennetze. Das heißt... Der Spawner wird da sein. Genau. Ich werde bei unserem Portal tatsächlich mal eine, die Werkbank hinstellen. Ah ne, die hast du ja. Die habe ich. Dann mache ich eine neue Werkbank. Was hat der Krian entdeckt? Boah, Kappa. Ne, Amethyst-Blöcke. Like. Unendlich. Wie unendlich. Ja, also. Alles wirklich. Sozusagen. Ja, guck dir das an. Warte, ich muss hier kurz. Wenn wir kurz eine Axt machen, brauchst du auch eine? Und Kalzit. Pickaxe habe ich noch, danke. Ich dachte jetzt eigentlich eine normale. Habe ich auch eine dabei. Okay. So, wo bist du? Aber ja, den unten. Klingel hinterher. Oh, ein Amethyst-Ding. Krasser Shit. Das klingt vor allem voll cool. Ich finde auch den weißen Stein cool daneben. Was ist der? Das Kalzit. Kalzit. So stand das bei mir da, ja. Ja. Ich mag den Sound. Gut, Alter, aber die Amethystblöcke sehen halt auch cool aus. Also kann man nicht anders sagen. Ja. Habe ich da gerade einen Enderman gehört? Ja, kann sein. Irgendwas ist da auf der Seite. So. Und Zombies auch. Zu meiner Rechten. Okay, hier sind immer nur so kleine Einmündungen. Move Basalt. Ja, Basalt haben wir schon, oder? Ja, aber seit wann kriegt man denn bitte Basalt hier an der Oberfläche? Ich dachte, das wäre nur Nether. Stimmt. Kupfer nehmen wir natürlich mit, weil wir brauchen ganz viel Kupfer für ganz viele Dächer. Das hier ist so ein Meteorit, oder? Das Amethysten-Ding? Ja. Ja, das ist ein Amethyst halt. Also ich weiß nicht, ob es ein Meteorit ist oder... Also ich kenne Amethysten eigentlich, die gibt es ja auch so im echten Leben, dass die halt so klein sind und innen drin halt Edelstein ist. Ja, aber wir haben hier nicht nur den Amethysten, sondern wir haben daneben das Kalzit und darum herum nochmal Basalt. Der wird eigentlich Sinn machen dann, sagst du? Okay, also ich lasse jetzt Eisen, lasse ich erstmal... ja, weil würde ich auch liegen lassen. Davon haben wir noch einige Stacks. Eben. Ich werde vielleicht ein paar mitnehmen, damit wir, falls mir die Werkzeuge ausgehen, aber... Oh, hier ist Wasser drüber, interessant. Aber so grundsätzlich, ja. Ich habe übrigens, um jetzt ein anderes Thema anzusprechen, letzte Woche ein Biertasting gemacht. Hm, okay. Ich hatte einen Gutschein dafür geschenkt bekommen vor einigen Jahren. Ja. Und der wäre letztes Jahr abgelaufen. Da habe ich gesagt, okay, nimmst du den mal langsam. Und dann kam halt diese Krankheit, die man auf YouTube anscheinend gar nicht so erwähnen darf, warum weiß ich nicht, aber es gibt wohl... Corona! Richtig, die haben Probleme damit. Ich meine, mir ist es egal, weil ich nicht monetarisiere, also... Ich auch nicht, passt. Gut, also Corona. Ja, und, Corona. Auf jeden Fall wurde es halt mehrfach verschoben und jetzt, letzte Sonntag hat es dann eben stattgefunden. Aber schon cool, 3 Stunden, 15 verschiedene Biere probiert. Oh. Kriegt man die dann immer so in Schottgröße, oder...? Ja, das war so 0,1 Liter etwa. 1,01 bis 0,2, kommt drauf an. Also Kölschgröße. Ja, Kölsch ist 0,2. Ich weiß. Original zumindest, aber es gibt es ja auch in diesen, ach, wie heißen sie gleich? Ach, verdammt, gut, dass ich mal Chemie studiert habe. Erlenmeyer-Kolben? Reagenzgläser. Nee, Reagenzgläser, das ist es. Ja. Erlenmeyer-Kolben sind die größeren. Auf jeden Fall gab es dann eben verschiedene Biersorten unter verschiedenen Themen. Dazwischen mal was zu essen. War sehr, sehr gut. Hört sich cool an. Also, auch wenn ich nicht so der Biertrinker bin, das hört sich durchaus interessant an. Ja, was für Biere gab es dann so? Angefangen hat er, es gab immer Dreiergruppen, die hat er thematisch vorbereitet gehabt. Mhm. Angefangen hat es mit Gerstenbieren. Weil normalerweise ist ja Weizen. Mhm. Da war es halt ein klassisches Kölsch. Nee, da war kein Kölsch. Schwachsinn, ist ja Gerste gewesen. Man hat dann typische Gerstenbiere oder auch ein Dinkelbier war dabei. Sehr gut. Ich müsste nachgucken, wie die speziellen Namen jetzt sind. Ich hab natürlich die speziellen Namen ist ja erstmal egal. Dann kam so eine Reihe von das bist du. Klassischen Bieren. Ja, das bin ich. Alter, klassischen Bieren, da war dann eben Kölsch dabei, da war auch dann das Pilsener Urquell drin. Mhm. Das ist ein tschechisches, oder? Enderman und Creeper. Beetroot Seeds, Beetroot. Ich nehme mal das Name Tag noch mit. Oh ja. Und dann ging es so Richtung in die interessanten Biersorten, fand ich. Da ging es dann eben in Craft-Biere mit rein. Mhm. Silco 3 hieß das eine, glaube ich. Ja gut, sagt mir richtig halt cool. Gar nichts natürlich, aber... Gibt es im Supermarkt zu kaufen. Also auch wirklich in jedem Supermarkt im Prinzip. Wo du halt dann so... Das Besondere dabei, es fing halt an mit so einer Theoriestunde. Du hast zunächst einmal eben die Theorie dahinter verstanden. Wo kommt Bier her? Wie entstammt es? Aua. Dir läuft ein Zombie nach? Nein, ich werde von einer Giftschwinne attackiert. Ja, und von hinten kommt ein Zombie. Ich hoffe jetzt... Nee, vergiften kann man nicht, gell? Man verliert nur... Also ich glaube, man geht runter auf halbes Herz. Buddel dich vielleicht mal ein oder so. Ja, so viel runter ist nicht. Geht schon. Nachdem er halt die Theorie gelernt hat, also wo kommt Bier eigentlich her, wie kam es nach Deutschland und das ist eine Einheitsgebot. Wo kommt es eigentlich her? Aus Mesopotamien. Ah. Und hier kam es dann eben durch Zufall auch an und so Geschichten. Haben wir wieder mal hart gelootet sozusagen? Im Prinzip, ja. Und dass halt damals die Biere auch durch Zufall entstanden sind, weil eben keine Hefe gab, die kam ja erst später. Ja. Und dass es halt einfach eine Suppe war früher, eine Brotsuppe. Die vergammelt ist. Mehr oder weniger. Nicht direkt vergammelt, aber halt sauer geworden ist, ja. Und dann haben sie gemerkt, hey, das haut ordentlich rein. Das ballert, machen wir mehr davon. Genau, so in etwa. Und dass das Reinheitsgebot nichts bringt, normalerweise, weil keiner mehr so braut, wie eben das Reinheitsgebot sagt. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall hat dann eben auch dieses Ding probiert und dieses Silco 3 hat halt so nach Mango Passionsfrucht geschmeckt. Und oh, Scheiße! Halt an... Nein, du stirbst nicht. Nein, nein, ich sterb nicht. Ich hab meine Safety-Ecke hier. Und dann Glück gehabt. Und dann denkst du halt natürlich, ja, okay, da ist irgendwas reingemixt, weil es gibt ja diese künstlichen Biermixturen. Ja. Diese Schöfferhofer-Dinger. So Grapefruit und so. Genau. Und da hast du halt dann aber sowas nicht drin. Das kam nur durch eine bestimmte Hopfenart, die in einem bestimmten Moment reingeschmissen wird, wodurch es dann eben nach Mango schmeckt. Das ist ja unglaublich. Krass. Ja. Dann kam nach den ersten 6 Bieren, glaube ich, gab es dann so eine kleine Essenspause. Da gab es dann so ein bisschen Laugengebäck, so Wurst und Käse und Spundekäse, um mal so ein bisschen Grundlage zu schaffen. Da ging es weiter mit Bier. Ja. Da ging es dann in die speziellen Bier auch noch rein. Da gab es dann ein belgisches Sauerbier, was halt haltbar ist bis noch was 2039. Und als wir das getrunken hat, es den gesamten Geschmack im Mund einfach gelöscht. Geil. Es war kein Biergeschmack mehr da im Mund. Es war einfach komplett leer. Unglaublich, hatte ich noch nie gemerkt, noch nie was gehabt sowas. Kannst du bitte aufhören zu schreien? Was ist denn hier los? Der ist doch schon tot. Also ich kenne das halt vom... hier ist eine Hängebrücke. Creeper. Gewesen. Ja, aber die hängt, an Ketten. Habe ich noch nicht gesehen, sowas. Da sind 2 Creeper. Hier ist noch einer. Und die letzten 3 Biere waren dann nochmal Schwarzbiere. Also auch von, ich sag mal, leicht zu schwer verkostet sozusagen. Ja, schön durchgemischt. Ja. War aber richtig gut. Dazwischen gab es nochmal eine zweite Essensrunde, weil er zu viel hatte. Er sagt, hier könnt noch was essen. War schon ganz gut. War richtig gut sogar. Also cool. Durchaus empfehlenswert. Schöner Laden auch. In einem schönen kleinen Ort gelegen. So idyllisch. Ja. Na, hier kommt eine Gang. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo ein Zombie-Spawner ist. Ich habe in den nächsten Gang mal den Weg gemacht. Ich würde Kartoffel reinschieben. Müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir weiter runtergehen, oder? Ja, ich habe auch überlegt, ob wir nicht hier in den Riss reingehen, wo die Hängebrücke ist. Ich würde hier einfach mal dem Wasser folgen, gefühlt. Ja, wo bist du? Keiner. Ich bin noch mal kurz zurück, ich bin parallel. Ich sehe dich. Ich habe gehört, wir gehen jetzt da runter. Ja, würde ich sagen, oder? Läuft bei uns. Wenn wir hier schon so einen schönen Wasseraufzug haben, sollten wir den auch nutzen, nicht wahr? Ja. Der führt sogar noch weiter runter hier. Oh, da ist eine ganze Gang. Ho, 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 ho. Und es hat Boom gemacht. Noch mehr Gang. Ja, junger Zombie. Viel zu lernen du noch hast. Hier mal so ein bisschen Licht gemacht jetzt. Sehr schön, sehr schön. Wo uns das hinführt. Schau mal hier. Aha! Enderman. Ja, aber der ist ins Wasser gegangen. Komm jetzt ran. Noch weiter runter. Enderman ist jetzt über uns. Ja, ich mach den jetzt weg. Geht das nicht ein. Kein Bock, dass man den bei auf irgendeiner Flucht oder so aus Versehen anguckt und und dann von dem aus Maul bekommt. Oh, hier wird es nochmal tiefer gehen, Krian. Ja, bei mir auch. Nur gerade am Lava abdecken. Wo bist du denn hingegangen? Ich sehe Diamanten. Da bist du. Achtung, Creeper hinter dir. Ja, ne? Da sind die Diamanten. Da sind die Überreste von Krian. Würde ich mal sagen, wir sehen uns in einer neuen Welt. Eventuell. Falls wir Lust drauf haben. Mal schauen. Haut rein. Bye bye. Auf Wiedersehen.